Willkommen bei Abgefahren. Heute mal mit Tobi im Frontend allein und mit Tristan im Backend. Off-End, oder wie hast du so schön gesagt? Der Tristan aus dem Off. Aus dem Off, genau. Ja, es geht nochmal wegen vieler Nachfrage um unseren Quad-Sonderträger mit einer Hublast von ca. 800 Kilo. Den wollte ich euch nochmal ein bisschen genauer näher bringen. Dazu haben wir das Quad mal abgeladen, damit man auch Details sieht. Das ist sozusagen im Hubträgerbau unsere Review 8, also die 8. Version der verschiedenen Versionen, Arten und auch Abarten, gell Tristan? Wir haben ja auch so eine große Kiste schon mal gemacht vor einiger Zeit. Da stand mal ein Smart drauf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir haben auch einen gemacht für einen PKW. Das könnte der auch. Der ist aber grundsätzlich von der Ausführung in vielen Punkten etwas überlegen, weil es vom Grundprinzip ein Triplex ist. Man sieht es auch da oben, wenn ihr mal hinguckt. Das ist sozusagen der Stapler, der den Stapler kann. Also eine Ergänzung des Logos. Wir haben technisch ihn jetzt komplett fertig. Auf der Messe war er fast soweit. Alle Endschalter sind soweit drin. Das Ersatzrad hängt drunter. Die Auffahrkeile, wenn ihr drunter schaut, für ein Quad in der bis zur größten Beschaffenheit. Also wie gesagt, ihr könnt tragen bis zu 800 Kilo. Das heißt, das ist einiges. Das ist schon ein Brett, das ganze Ding. Ja, was kann es, was andere nicht können? Oder warum gibt es es nur in Verbindung mit einem Job bei 4Wheel24? Da müssen wir mal eingehend drüber reden. Bei uns ist der konstruktive Ansatz der, dass die Anbindungspunkte dieser Konstruktion im Einklang mit der Entwicklung des Zwischenrahmens stattfindet. Das heißt, der ist momentan, wie ihr seht, wenn ihr euch so unten mal anguckt, nicht an den Hauptrahmen angebunden, sondern mit einer großen Anbindung seitlich und auch von hinten, oben und unten ein direktes Konstruktionselement in den massiven Zwischenrahmen. Das hat hat Vorteile, hat natürlich auch Nachteile. Einer der größten Nachteile ist, wir können ihn nicht einfach an jedes Auto adaptieren, zumindest nicht in der Form. Ein Vorteil ist, er geht in den Bewegungen mit dem Koffer mit und arbeitet nicht gegen den Koffer. Das bedeutet, wir können hier noch andere Bauteile auch an den Koffer hängen, wie in dem Beispiel die Treppe, die noch nicht ganz sauber ist. Das Auto ist noch nicht sauber gemacht. Oder auch Sandbleche, eventuell sogar ganze Boxen, die hinten noch zur Verstauung dranhängen, weil der Hintergrund ist eher, hängt er am LKW, arbeitet er gegen den Koffer, also er arbeitet mit dem Hauptrahmen, hängt er auf dem Zwischenrahmen, arbeitet er mit dem Zwischenrahmen. Was ist noch einmalig? Also einer der wichtigsten Ansätze, den werde ich euch gleich zeigen, ist der, dass wir im Punkt der Hubhöhe unterkante Träger inklusive des Ersatzrades deutlich über 2 Meter ausheben können. Wenn ihr euch das mal anschaut, hier ist der 14er Reifen, den wir sogar in dieser Form, falls es ein kleines Quad oder ein Motorrad oder 2 Motorräder sein sollten, auch als Duette anbringen können. Das heißt, wir haben oben hier nochmal einen Ersatzradhalter für ein weiteres Ersatzrad. Das heißt, damit ist der Träger in der Lage, 2 Ersatzräder und noch ca. 400 Kilo Last, also 2 mittelgroße Motorrädchen, zu tragen. Hierfür könnte man, wenn man wollte, auch noch eine adaptiv längere zweite abklappbare Plattform anbringen. Also die hintere Klappplattform, wie ihr seht in der Konstruktion, ist immer klappbar. Das hat den Vorteil, wenn wir jetzt hier mal hier unten kein Ersatzrad dran hängen haben, und nur hier hinten könnte man die Bauform und die Länge dadurch mit einem Motorrad ein bisschen knapper und kompakter gestalten als vielleicht in anderen Versionen. Weiter werdet ihr fragen, was ist das Schönes? Wer weiß es, ist eine einfache Grundarretierung für das Quad. Das heißt, das Quad steht mit 2 Rädern an, ist eine ganz nette Konstruktion, kann man fertig so erwerben. Das heißt, den kann man hier auch rausmachen, falls man ein Motorrad draufstehen hat. Oder dann dementsprechend wieder auf Position bringen. Und in der Position ist es der Anschlagpunkt für die beiden Räder, dass das Quad solide steht. Und hier wird das Quad befestigt, beziehungsweise auch noch diagonal über Ösen, die wir an verschiedenen Punkten im Trägerkonstrukt angebracht haben. Ja? Dann haben wir noch was sehr Schönes da dran gebaut, nämlich eine pneumatische Verriegelung. Ihr kennt es vielleicht von den ersten Versionen oder auch von Versionen anderer Hersteller, dass man immer irgendwo zum Verriegeln und Entriegeln unter das Fahrzeug oder unter den Träger treten muss. Das haben wir verändert und wir haben hier hinter den Blenden, genauso wie außerhin hinter den Blenden,
pneumatisch betätigte Feststeller, die im luftfreien Zustand, ähnlich wie eine Feststellbremse beim LKW selber, verriegeln. Und damit sind wir in der Lage, warum zwei, wir können das Schienensystem, was hier zweifach fahrbar ist, das heißt, wir haben einen Schienenträger, der auch noch hier höhenverstellbar ist, und das Schienensystem auch unterschiedlich voneinander fahren. Ne? Also das heißt, zweimal pneumatische Verriegelung, sehr, sehr aufwendig. Jetzt guckt mal hier mit rum. So, wir haben das mal für euch jetzt ganz auf die Grundposition gefahren. Das ist also jetzt mit dem Ersatzrad die Position, die tiefste logischerweise. Warum? Natürlich, ne? Ganz klar, das Ersatzrad liegt auf. Das ist frühste zum Schuhebinden. Genau, oder? Schuhebinden, das ist so die Idee. Oder auch sich nach Feierabend mal mit dem Bier absetzen. Ja, aber das ist schon fast zu niedrig. Zu niedrig? Oh, geht ja, schon. Ein Ticken höher hier. Ist, ja, okay. Man könnte auch den Grill hier klein, da ja? Geht es. Okay, man könnte ja auch einen Stehtisch draus machen, den man hochfährt. Das ist richtig. Ja, also das ist die unterste Stellung. Da wird jeder sagen, naja, ihr lustigen Leute, wie fahrt man jetzt da das Quad hoch? Es ist ganz einfach. Dafür haben wir ja die Rampen, wenn ihr nochmal drunter guckt. Das heißt, es gibt links und rechts eine Rampe. Und mit der Rampe ist das Quad auffahrbar. Dann gibt es natürlich die Frage, na, wie kommt ihr jetzt über die roten Pinöckel? Ist auch ganz klar. Habe ich vorhin schon gezeigt. Wir nehmen die Dinger erstmal raus mit einem Handgriff. Setzen die zwei Rampen an, fahren das Quad drauf. Fixieren es dann auch hinten an der Position, dass es uns während des Festbindens nicht runterrollt. Und binden es natürlich im Anschluss fest. Du bist hinten nicht ganz drin. Ich bin hinten nicht ganz drin. Ne? Ich habe schon so. Mit dem Einfädeln müssen wir nochmal üben. Ja, das hast du recht. Aber jetzt hat es hervorragend geklappt. So, jetzt verfahren wir mal das Ding. Also, das heißt, wir könnten auch, ihr seht jetzt, wenn ihr auf das Schienensystem könnten, guckt, wird eines deutlich, wir könnten auch um dieses Maß nahezu hier unten noch weiter unterheben. Das hat welchen Vorteil? Na, wenn man mal nicht ganz gerade steht und trotzdem abladen will. Genau, also wenn man irgendwo im Gelände steht oder wenn ihr mal vorhabt, an einem Gewässer des Quad die Reifen zu waschen, dann könnt ihr das auch unterfahren. Oder wenn ihr es vergraben wollt, weil ihr es gar nicht mehr leiden könnt, könnt ihr es noch weiter unterfahren. Also das heißt, die Hubhöhe des gesamten Systems, und das ist ja oft das Problem bei anderen Systemen, ist so weit skaliert, dass wir also in der Lage sind, ganz anders damit zu agieren. Jetzt stellt vielleicht der eine oder andere wieder die Frage, warum haben wir hier zwei Seile? Na, guck mal hier eins, das ist nicht so straff, das äußere, das ist straffer hier. Wir fahren hier halt mit einem Doppelhubseil, das ist einfach aus Sicherheitsgründen. Ein Seil ist jetzt momentan das Tragseil, nämlich das ist jetzt hier das rechte äußere. Und der innere Seillauf ist das redundante Seil. Das heißt, wenn es mal ein Problem gibt mit dem Seil, das eventuell reißt oder platzt, haben wir immer noch ein zweites Seil, was tragen kann. Ne? Also das heißt, das machen wir bei allen Systemen schon von Anfang an so. Hat natürlich entscheidende Vorteile. Ne? Da haben sich die Jungs auch was Cooles noch ausgedacht. Ja, ne? die haben einen sogenannten Führungskabelschläuche, die wir brauchen. Ja, um die Luft zu führen, und da haben sie sich aus Aluminium einen Führungsdorn ausgedacht, der dafür Sorge trägt, dass in jeder Stellung der Schlauch einwandfrei gehalten ist. Ne? Also, wie ihr seht, auch hier im Detail wieder eine coole Lösung, aber ich wollte euch ja mal zeigen, wie es funktioniert und wo die Schaltzentrale ist. Die haben wir hier in die Staubox gelegt, und die besteht aus einem pneumatischen Anschalter, den hatten wir jetzt hier schon angeschaltet, also das heißt, hier ist die Druckluft zur Entriegelung, einem schaltbaren Sicherungsautomat für die Konstruktion. Dann haben wir eine Fernbedienung für die Winde mit An- und Ausschalter, das heißt, jetzt ist er aus, jetzt ist er an, damit kann sie heben oder auch nicht. Und wir haben hier zwei Verriegelungen, nämlich die Außen- und die Innenverriegelung. Ich habe euch ja schon die pneumatischen Motörchen bzw. die Feststeller gezeigt, damit läuft es. Wenn ich jetzt beide Entriegelungen aufmachen würde, würde der an beiden Schienen ziehen, und die würden nacheinander miteinander fahren. Wir machen das aber mal einzeln, ja, und fahren erstmal einen auf, man hört es auch an den Klacken, und dann heben wir die ganze Geschichte an. Also jetzt fahren wir den inneren Schlitten nach oben. So, und verriegeln den auch wieder. Man hört es durch das Klacken, setzen ihn hier ein bisschen spannungsfrei, und dann fahren wir den äußeren Schlitten nach oben. So, maximale Hubhöhe, arretiert,
Jetzt fahre ich noch in die Arretierung wieder rein. Man sieht, das Seil ist spannungsfrei, der Träger hält. Ich ziehe das Seil mal ein bisschen an, wenigstens wieder, damit wir es unterlaufen können. Beide Signallichter sind an, das bedeutet was? Die Arretierungen sind beide geschaltet und wirklich sicher verriegelt. Und jetzt mit meinen 1,82 Meter laufe ich durch und ihr seht hier, wir haben es ausgemessen, das gute 2,10 Meter Unterhebung. Also das heißt, wir sind hier auch den Auflagen, die man benötigt, um sowas im Straßenverkehr zu transportieren, absolut gerecht. Da ist nämlich die Auflage, dass der Hubheckträger mindestens auf welches Maß aufheben muss? 2 Meter. 2 Meter, ne? Und wir schaffen was das. Was man jetzt hier auch sieht, ich sag mal, ein normales Quad, je nach Größe, passt auch immer noch oben drüber. Genau. Mit dem Smart wird es wahrscheinlich ein bisschen knapp werden, da müsste man dann an den Brücken Smart einmal genau. Oder ablassen. Oder als Smart Cabriolet, ne? Also Dach aufmachen. Ja, das heißt, das ist schon, ich finde es phänomenal. Jetzt wird der eine oder andere fragen, naja, und wie bringt ihr das Ersatzrad runter? Da haben wir uns auch was einfallen lassen, weil natürlich, da gebe ich jedem vollkommen recht, dass er auch über ein zusätzliches System verfügen sollte, damit man es am Ende lösen kann und auch wieder dran bauen kann. Das heißt, dazu haben wir hier eine Halteplatte für das Rad mit 4 Schrauben, die könnte man jetzt lösen. Um dann, Tristan, ich fahre es mal wieder ein bisschen hinab. Also jetzt mache ich mal die Außenaufregung auf, dass wir dazwischen gucken können. Muss ich mal anheben. Also, warte mal eben, ja, Entschuldigung, leichter Hüstler. Nee, andersrum, du musst erst ein Stück anheben. Jawohl, Fehlbedienung. Also auch dieses System ist nicht gefeit vor Falschbedienung. Jetzt ist er entriegelt, man hört es. Jetzt kann man runterfahren. Und ich verriegel mal wieder. Also das heißt, es gibt mehrere Positionen, mehrere 25 Positionen auf der Höhe, wo man verriegeln kann. Wir haben hier, wie wir sehen, aus dem Nutzfahrzeugbereich mit einem ordentlichen Windenseil eine Winde verbaut, die hier mit dieser Bedienung dann mit einem Radschlüssel zu bedienen ist. Jetzt könnte man auf der Höhe die Schrauben lösen. Die sind auch von oben mit fixierten Muttern. Also das heißt, die müssen wir noch von unten lösen. Und kann dann das Ersatzrad mit der Kurbelwinde nach unten lassen. Also auch hier eine echt bedachte Lösung, ja, die wir außen, ist eine Hubwinde von einem Ersatzrad auch vom LKW, ne, die sitzen meistens seitlich am Rahmen dran. Die haben wir hier modifiziert und als neues Bauteil dafür genutzt. Und hier seht ihr nochmal ganz genau die Rampen, die hier einen Auflagepunkt haben. Die sind gesichert durch jeweils ein Schloss an der Spitze, damit die keiner klauen kann. Und sind natürlich so angebracht, dass sie im Nutzungsfalle mit dem Ersatzrad an der Stelle unten drunter sind und noch nicht beschädigt werden können. Sofern das so nicht gewünscht ist, beziehungsweise der Träger benutzt wird, fast ganz runterzufahren, haben wir hier Auflagepunkte. Und das Ersatzrad wegkommt, kann ich hier mit insgesamt 4 Schrauben je Seite die Konsolen mit den Blechen auch wieder hinunterschrauben. So. Weil es so schön war und weil es wirklich cool ist, ihr seht jetzt auch hier nochmal in der Bedienung, wir sehen genau, was verriegelt und entriegelt ist. Ne? Also das heißt außen und innen. Und können jetzt also den Träger nochmal ein bisschen bewegen. So, jetzt sind beide Riegel eingeschnappt. Das heißt, beide Riegel stehen aus Rot und sind verriegelt. Ich fahre den jetzt nochmal komplett nach unten. Läuft doch echt schnell, ne? Ja, also ich glaube, die anderen Träger, die wir gebaut haben, sind da deutlich langsamer unterwegs, was halt auch der doppelten Umlenkung geschuldet war. Position unten. So, verriegelt auch außerhalb des Geräusches nochmal klar erkennbar an den beiden Leuchtdioden, die hier uns den Zustand gut beschreiben. Das heißt, beide leuchten, beide Verriegler sind in Position und gehen entriegelt. Jetzt muss ich nur noch das Seil entspannen. Ich hätte jetzt meinen Quad auf der maximalen Hubhöhe und dann wäre die Sache schon soweit. Ne?
Ja, siehst du den Fahrweg? Phänomenal. Also ich würde mal behaupten, wir erreichen gut mit diesem System locker über 3 Meter. Na? Das heißt, es ist natürlich ideal. Wir hätten jetzt als Fahrposition Maximum mit dem Quad auch noch anzubieten, eine alternative Fahrposition auf der Höhe des Unterfahrschutzes, die wir auch eintragungsfähig machen können, halte ich unabhängig von der Gesetzeslage als wesentlich sinnvoller. Dazu ist es aber notwendig, im Schritt 2 nochmal eine Beleuchtung anzubringen. Wir haben es hier, es handelt sich hier um einen 6x6 ausprobiert, also mit der Unterfahrungsgrenze auf 2 Meter. Da könnte ich den ja noch ein Stückchen runterlassen. Haben wir ein Top-Fahrergebnis. Man merkt das Quad überhaupt nicht im Schwerpunkt, was dem System 6x6 und den 2 Achsen geschuldet ist. Insofern hat man das jetzt bei der Version so gelöst und belassen. Also unsere neueste Version, diese ist prädestiniert für gerade Kabinenenden. Wir haben natürlich noch andere Bauweisen, wie man hier da drüben an dem 9016 sieht, nämlich abgesprägte Kabinen, die ein anderes System, das wir euch schon vorgestellt haben, da guckt ihr mal ein bisschen zurück in unseren Videos, benötigt. Aber von der Komplexität und von der Hublast und von allen Features, die wir hier untergebracht haben, zeigt es wieder mal, was wir so auf die Reihe bringen, Tristan, oder? Das ist schon außergewöhnlich, aber ich hätte auch noch 1-2 Fragen an dich. Ja, dann frag wenn du doch dafür mal bereit bist. Hoffentlich kann ich die beantworten. Also wir hatten ja quasi das Ganze schon mal für den Smart gebaut. Also es war ja nicht ganz so, es war ja von uns ein kleiner Messegag. Da war damals ein 13-17 drunter, wenn ich mich richtig erinnere. Richtig, ja. Was würdest du sagen, das System, Minimumgewicht, Minimumleistung? Ja, also so ein System mit einem Quad, also hier ist ein allradbetriebenes großes Quad drauf, was gut und ganz etwas über 500 Kilo einzeln wiegt. Ne? Da bin ich der Meinung, wir sollten einen 2-Achser haben, eher in der Kategorie ab 18 Tonnen aufwärts. Da wäre sogar eine Luftfederung auf der Hinterachse, was viele dieser moderneren Autos sogar momentan, die wir hier auf dem Hof bekommen, ne, zum Umbau haben. Ja, das hast du ja auch schon gesehen mit dem Doppelbalk. Also diese etwas geländegängigere Variante von Hinterachsluftfederung, die das Fahrzeug immer stabil hält. Drunter würde ich es nicht machen, weil wir haben es jetzt gesehen bei den leichteren Chassis, die dann vielleicht nur noch ein paar hundert Kilo bis zur Maximallast haben. Die fahren sich dann halt echt wie so eine überladene Ente. Ne? Und beim 6x6 ist es natürlich völlig bedenkenlos. Ansonsten hätte ich jetzt gesagt, ja, ein bisschen natürlich auch, Tristan, wie du weißt, an Abhängigkeit von der Größe der Kabine. Wenn jemand natürlich 4,50 Meter auf einem 14-Tonner hat. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie sieht es mit dem aus? Wie weit sollte der Übergang dann maximal sein? Aber viel wichtiger jetzt auch die Frage, du hast gesagt 18-Tonnen-Fahrgestell. Das gibt es ja auch von bis. Also wenn man jetzt mal die neuen Arox-Modelle nimmt, 18,35 ist so das Einstiegsmodell. Reicht das vom Motor? Brauchen wir mehr? Also ich meine, zum entspannten Vorankommen ist die 350 PS Variante mit einem etwas niedrigeren Fahrerhaus durchaus akzeptabel und nicht lahm. Natürlich ist der Stärkere immer der Feind des Schwächeren. Wir haben auch Modelle auf dem Hof stehen als Zweiachser mit 510 PS. Ne? Ja. Wenn du beide mal gegeneinander fährst, kriegst du schon das Leuchten in die Augen, weil man die 160 PS natürlich deutlich im Vortrieb spürt. Und wenn das dann auch noch anstelle im 18 Tonnen, ein 20 Tonnen Grounder ist von Daimler, ist der natürlich noch mal stabiler für so einen Einsatzzweck. Ja. Ich wollte nur generell sagen, wenn ich jetzt einen 1428 habe und eine Kabine mit 450 drauf und das Auto ohne den Träger 10 Tonnen wiegt, kann ich natürlich auch noch mal drüber nachdenken. Aber er wird sich natürlich deutlich schlechter fahren als die leistungsfähigeren, lastfähigeren, stärkeren Modelle, weil einfach auch hier der Schwerpunkt erhöht wird. Und das beim 4x4 immer spürbar ist. Beim 6x6 muss ich sagen, ich bin erstaunlich begeistert davon, weil diese Doppelachsen das schon fast auf Null rausbremsen. Also ob da ein Quad draufsteht oder nicht, das merkst selbst, dass ich erfahre, nur in extremeren Kurvensituationen, ansonsten überhaupt nicht. Hast du noch eine Frage oder habe ich überlegt gerade, was wir noch vergessen haben, aber ich denke, wir haben relativ viel gesagt. Wenn du jetzt entscheiden müsstest, kleiner Träger, großer Träger, kleiner Träger, großer Träger. Naja gut, das ist halt, mit dem großen Träger bin ich immer flexibler. Ich kann im Großen und Ganzen mich entscheiden, mache ich da ein Quad drauf, 2 Motorräder, 1 Motorrad, ne? Gerade wenn ich die Abklapp-Variante der Plattform noch habe. Wenn ich nur vorhabe, ein Ersatzrad und ein leichtes Grad oder 2 Fahrräder mitzunehmen, langt der kleine Träger. Insofern ist es am Ende
Ermessenssache, auch abhängig vom Fahrgestell, was wir vorhin schon gesagt haben, und natürlich schon vom Budget, ne? Weil ich weiß ja, da kannst du da mehr sagen, du bist mehr in den Nachkalkulationen drin, ja. Der kleine Träger, der kostet so, ich würde mal sagen, um die 20, ne? Ja, der Abschluss. Kleine Träger sind wir irgendwo bei, ich glaube, 23 roundabout. Also auch Hupeck-Träger. Hupeck-Träger, ja, natürlich. Wir reden jetzt nicht nur von Reservedraht mit dem Kran dranhängen. Genau. Und hier bewegen wir uns schon eher irgendwo zwischen 30 und 40. Ja, je nachdem, wie die Plattform beschaffen ist, wie die Endlast genau ist. Und die Variante jetzt mit den zwei Stellmotoren, sehr, sehr aufwendig. Ne? Haben wir viel Zeit daran vergeigt, auch konstruktiv das hinzubringen. Deswegen können wir das alles eben so zeigen, weil im Detail, da gibt es so viele Verstärkungen und Speziallösungen, die auch hier eingreifen in den Kopf hier. Ne? Kreuze noch, allein wenn ihr euch mal das Schraubenbild hier anschaut und wenn ich euch zeigen würde, was dahinter alles ist, um die notwendigen Stabilitäten aufzunehmen. Viel, viel Sonderbauteile, Speziallaserteile, spezielle Rollen, spezial angefertigte Seile, die enge Radien können hier. Das ist nämlich gar nicht so einfach, überhaupt ein Seil zu finden, was so einen engen Rollenradius kann. Die richtigen Pneumatik-Feststelleinrichtungen, da haben wir auch ein bisschen rumexperimentiert, bis es funktioniert hat. Deswegen alles, was ein bisschen geheim ist. Ja? Damals auch schöne Deckelchen drüber gemacht, dass es nicht jeder gleich kopiert. Ihr werdet es ja sehen. Ich denke mal, in der Variante sind wir wieder mal ein bisschen vorne dran. Und guckt euch mal um in den nächsten 2-3 Jahren, hoppla, eine Bremse, wer es dann ähnlich versucht hat. In diesem Sinne, haben wir was vergessen noch, Tristan? Mir fällt nichts ein. Wünsche ich euch mal einen schönen Sonntag. Ich hoffe mal bei besserem Wetter. Bei uns hat es auch einen ganzen Vormittag hier heute geregnet. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Teil. Abgefahren. Viel Spaß beim Fußballschauen. Ciao.